Hier haben wir das Verkaufspferd Gütja. Die Gütja ist jetzt auch erst seit kurzem bei mir im Training. Und ich habe die ausprobiert und dann auch gleich zur Besitzerin gesagt, dass in ihr wahnsinnig viel Talent steckt. Sie ist absolut unverbraucht, wird jetzt wieder weiter trainiert und gymnastiziert, ganz vielseitig. Und wir haben jetzt auch beschlossen, sie auch mal auf der Bayerischen Meisterschaft vorzustellen. Jetzt gar nicht im Hinblick auf, dass es jetzt nur um Sport geht, sondern einfach, die Gütja ist einfach ein absoluter Allrounder und ein Herzenspferd. Sie ist im Umgang toll, drin toll, draußen toll, bemüht sich, hat sehr gute Gangqualität, hat auch schon ein gesundes Fohlen geboren. Und wir wünschen uns für die Gütja einfach einen Reiter, der sie zu schätzen weiß und ihr Talent weiter fördert. Alternativ natürlich auch als absolutes Luxusfreizeitpferd. Sie ist drin super zu reiten, draußen total brav und unerschrocken, alleine und in der Gruppe. Und von dem her möchten wir ihr da einfach auch noch ein bisschen Zeit geben. Nichtsdestotrotz, wer sich trotzdem für die Gütja oder auch die Mia, die Rapstute, die ich habe, bei der ist es dasselbe. Die Mia hat sich jetzt im Training wahnsinnig gut gemacht und soll jetzt auch erstmal vorgestellt werden. Bei manchen Leuten, die jetzt auch erstmal sagen müssen, sie haben jetzt im Moment gar nicht das Budget, sich ein Pferd zu kaufen, die können die Pferde sich trotzdem angucken und stehen dann somit nach dem Turnier am Neubauernhof eben zum Verkauf. Trotzdem können sie, wie gesagt, jederzeit angeschaut und auch Probe geritten werden. Aber somit ist der Preis dann auch etwas weiter fortlaufend und steigend der Pferde, einfach weil sie sowohl Gütja als auch die Rapstute Mia wahnsinnig gutes Gangqualität haben und, was natürlich ausschlaggebend ist, einen 1A-Charakter. Weil kein Pferd der Welt, auch mit wahnsinnigen Gängen, wenn das nicht klar im Kopf ist und auch nicht leistungsbereit ist, beziehungsweise eher ängstlich ist oder unsicher ist, ist immer so die Frage, tut man denen dann auch diesen ganzen Stress überhaupt an? Genau. Aber wie gesagt, das sind beides absolut leistungsbereite Stuten mit sehr guter Abstammung, mit sehr guten Gängen, auch für die Zucht geeignet. Und von dem her macht es einfach Sinn, da einfach zu gucken, wo die Reise hingeht. Trotzdem, und das ist ja ganz ausschlaggebend immer, ist der Charakter der Pferde. Und sie sind von jedermann zu reiten. Auch sogar von Reitern, die jetzt gar nicht so stark sind vom Reiten her. Aber einem muss einfach bewusst sein, dass so ein gutes Pferd mit 1A-Charakter, mit schöner Ausstrahlung, gesund und so weiter, einfach auch so ein bisschen mehr Geld kostet. Genau, ich möchte euch die Gütja jetzt einfach so ein bisschen zeigen. Und wer sich für sie interessiert, der darf sich nichtsdestotrotz jetzt auch schon bei...
Also, wer ein schönes Pferd sucht und einfach so ein Fels in der Brandung gepaart mit tollen Gängen, angenehmem Temperament und absoluter Klarheit im Kopf, der darf sich gerne melden. Und ich